Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss leider reagieren. Es gibt sowas wie Notstand. Und die AfD löst den permanent aus. Sie müssen mir eins erklären. Wenn wir jetzt, im Übrigen gibt es schon die Möglichkeit, wir haben sie nur erweitert, die Möglichkeit für Bundesländer schaffen, Waffenverbotszonen einzurichten, nicht nur an Kriminalitätshotspots, sondern auch an öffentlichen Plätzen und in Schulen. Warum ist das eine Einschränkung unbescholtener Bürger? Ich kenne viele unbescholtene Bürger, die nicht möchten, dass an ihren Schulen mit Waffen Schindluder getrieben wird. Eine merkwürdige Argumentation. Und wenn Sie waffennutzende Ausländer und Flüchtlinge systematisch abschieben können, dann können Sie Großteile der deutschen Gastronomie von dem Zeitpunkt an lahmlegen. Denn Gott sei Dank haben sehr viele Geflüchtete mittlerweile unter anderem Arbeit in der Gastronomie gekommen und machen wahrscheinlich für Sie auch täglich das Essen, das Sie dann freudig genießen, bevor Sie dann an anderer Stelle gegen selbige hier hetzen. Also so viel zur Logik in AfD-Deutsch. Jetzt aber zu den eigentlichen, wirklichen Fragen. Wollen wir, dass in unserer Nachbarschaft Prepper, Reichsbürger, Selbstverwalter, Extremisten und sonstige ziemlich verfassungsfeindliche Menschen Waffen horten und sammeln? Nein. Ich will es nicht. Wollen wir das, weil wir das nicht erkennen und das nicht regeln, dass in der Folge Unbescholtene, Jäger, Schützinnen und Schützen in Dauerzweifel geraten und sich rechtfertigen müssen? Ich will das nicht. Wollen wir amerikanische Verhältnisse? Wir wollen das nicht. Und wollen wir dauerhaft lamentieren oder Schützinnen und Schützen auf billige Weise instrumentalisieren oder wollen wir agieren? Klare Antwort, die Koalition agiert. Es ist nämlich so, und das ist eine ganz ernste Frage, dass Waffen kein Spielzeug sind. Aber wenn wir nicht konsequent und mit Bedacht Waffen regulieren, spielen wir mit menschlichem Leben. Und das ist der Grad der Ernsthaftigkeit, der dieser Debatte geboten ist und nichts anderes. Man könnte jetzt auch fragen, und ich mache das gerne, denn es ist ja auch sinnvoll, schwierige Fragen zu stellen, was hat diese ganze sehr spezifisch wirkende Debatte zum Waffenrecht mit der Großen Koalition zu tun? Erstmal ja nicht. Gar nichts und in anderer Hinsicht sehr viel. Warum nicht? Wenn wir uns selber darum kümmern, und alle tun wir das, unser Profil zu schärfen, Parteitage durchzuführen, ist ungeachtet dessen es erstmal wichtig, Sachfragen zu lösen. Und das tun wir schon seit vielen, vielen Monaten in einem extrem aufwendigen, intensiven parlamentarischen Verfahren. Und das wird von uns auch erwartet. Das ist die Pflicht, der wir gerecht werden müssen. Nicht nur durch die EU-Waffenrichtlinie, aber eben auch. Denn das Ganze ist nicht aus dem Nichts entstanden. Es gab Bataclan. Es gibt den Fall Amri. Gestern habe ich es wieder im Untersuchungsausschuss erlebt. Es gibt Halle. Es gibt diverse Amokläufe. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir in diesem Land mit aller Konsequenz ein striktes, scharfes Waffenrecht haben und durchsetzen. Und genau dies tun wir. Und das tun wir nicht auf Kosten rechtschaffener Bürger, sondern im Sinne rechtschaffener Bürger. Wenn Sie mit parteipolitischem Kalkül vergeblich versuchen, denn die Verbände sind nicht so dumm, wie Sie es sind, sie für Ihre Zwecke zu missbrauchen, dann begreifen Sie gar nicht, was Demokratie und die Aufgabe ist. Aber zum Glück hat das die Koalition begriffen. Daher danke ich ausdrücklich meiner eigenen Fraktion, dem Koalitionspartner der CDU und CSU für die sehr konstruktiven, auch streitbaren Gespräche. Ich danke Herrn Mayer, dem Innenminister, der Justizministerin. Denn wir haben da mal vorgeführt, wie Demokratie funktioniert. Und ich danke auch den demokratischen Oppositionsparteien. Denn darum geht es doch. Es geht darum, dass wir die Stimmen der Sicherheitsbehörden hören. Es geht darum, dass wir die Einwände der Verbände wahrnehmen und ernst nehmen, dass wir dann aber souveräne eigene Entscheidungen treffen. Wir sind nicht Vollzugsorgan von Sicherheitsbehörden, wir sind erst recht nicht Vollzugsorgan der AfD, um Gottes Willen. Wir sind aber auch nicht Vollzugsorgan von Verbänden. Wir sind der Souverän und wir entscheiden und wir tun dies in einem parlamentarischen Verfahren. In diesem Zusammenhang kann ich auch darauf hinweisen, dass wir, glaube ich,
in keinem anderen Verfahren, nicht nur in Bezug auf das Bedürfnis, aber gerade auch, so viel Post bekommen haben. Selbst noch im Rom, als wir im Innenausschuss waren, hat uns dieses Thema verfolgt. Und es ist auch gar kein Drama. Denn die Qualität der Argumente hat entschieden und nicht die Fülle der Briefe und die volle Fülle der Einwendungen. Allerdings, das war ich auch zu erwähnen, müssen wir auch daran denken, dass es andere gibt, die eben nicht so gut organisiert sind wie Schützen, die nicht so gut organisiert sind wie Fridays for Future, Menschen zum Beispiel, die in Einsamkeit leben oder in Armut oder Altersarmut und die eben keine Briefe schreiben. Das ist auch eine Frage, die wir bedenken müssen und der wir uns zukünftig zunehmend in dieser Demokratie hinzuwenden haben. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist und auch nachdrücklich auf meinen Wunsch hin so geworden, wie wir es beabsichtigt haben. Es gibt nicht den Gegensatz von Sicherheit einerseits und Freiheit von Schützinnen und Schützen. Nein, es ist gelungen, bei Verschärfung der Sicherheitsaspekte eine Bedürfnisregelung zu finden. Und jeder, der anderes behauptet, lügt, bei der es so rechtssicher und so praktikabel war wie noch nie. Ich betone noch mal, nach 5 Jahren und nach 10 Jahren im Fall des Besitzes Bedürfnisprüfungen, nur angewandt auf Jahr 4 und 5 und Jahr 9 und 10. Praktikabler geht es gar nicht. Und bis 25 obliegt das allein den Vereinen und erst dann den Verbänden. Niemand im Bereich des Schützenwesens kann sich ernsthaft darüber beschweren und ist eine gute, vernünftige, intelligente Lösung, die wir gefunden haben. Andererseits aber, ich erwähnte die Schreiben, und es gibt ja auch zum anderen Thema, zum Wolf, sehr viele, gilt eben auch, dass bei aller Ernsthaftigkeit, die wir uns hier auch gestern im Parlament mit dem Wolf und seinen Gefahren auseinandergesetzt haben, dass immer noch gilt, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist und dass der Gefährlichste für den Menschen der Mensch ist. Und dieser Realität müssen wir uns stellen. Und deshalb ist es richtig und absolut sinnvoll, dass wir die Regelabfrage eingeführt haben, dass es auch eine sogenannte Nachbeweispflicht gibt. Das heißt, wer verfassungsfeindlich auffällig wird, wird auch im Nachhinein unzuverlässig erklärt und kann dementsprechend keinen Zugang mehr zu Waffen haben. Alle in diesem Hause, außer anscheinend die AfD, sind dieser Meinung und werden es deshalb dem auch nicht im Wege stehen, wie ich überzeugt bin. Meine Damen und Herren, was ist der Titel dieses Gesetzes? Er ist drittes Waffenrechtsänderungsgesetz, aber eigentlich ist der Titel Entwaffnung von Verfassungsfeinden und Verlässlichkeit für Verfassungsfreunde. Denn diejenigen legalen Waffenbesitzer, die das als Sport machen, die sammeln, die jagen, das sind auch geschichtlich übrigens, Kollege Lind, weil sie Vertreter Sie bitte zum Schluss der Einheit und Freiheit in unserem Land haben. Das sind Verfassungsfreunde und wir bestrafen nicht Verfassungsfreunde, aber wir bestrafen Verfassungsfeinde. Besser kann man es nicht machen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Konstantin Kuhle für die FDP-Fraktion.